Ich würde gerne die Welt retten. Tatsächlich. Ich weiß, dass das bescheuert klingt, aber das ist meine Motivation und das ist mein Antrieb, dass nicht nur die Menschen, die Natur insgesamt. Ich möchte gerne Menschen in meiner Generation davon überzeugen, dass es nicht ausreicht, auf die große Politik zu warten, sondern dass wir alle was tun müssen, dass wir unser Verhalten ändern müssen, sollten und dass das aber nicht nur unbedingt ein Verzicht ist, sondern dass wir dabei ganz viel gewinnen können. Wir haben ja viel verursacht, also wir sind sicherlich Teil des Problems, ich auch. Und wir sind aber auch Teil der Lösung. Und das hat mich besonders angesprochen, dass ich einfach ein Stück weit meine Verantwortung wahrnehmen möchte. Ganz davon abgesehen habe ich Enkel und Enkelinnen, aber eigentlich tue ich das für die Enkelinnen dieser Welt. Also auf alle Fälle möchte ich der jungen Generation auch den Rücken stärken und den Kontakt herstellen zwischen älterer Generation und den Jungen. Mir geht es vor allen Dingen darum, möglichst viele Leute einfach dazu zu überzeugen, dass sie aktiver werden, dass sie sich verändern, dass sie sich in ihrem Alltag verändern und dass sie auch mit, nach Möglichkeit auch mit auf die Straße gehen, dass sie uns unterstützen, weil wir brauchen einfach ganz, ganz viele Menschen, die eben sagen, so geht's nicht weiter. Klimaschutz, Klimaveränderung hat mich schon sehr lang beschäftigt und dann sehe ich, ich war immer alleine, um sowas zu machen, aber ich finde keinen richtigen Weg. Ich ging auf Demo, aber allein, aber als ich mit Oma zusammen, dann sag okay, dann zusammen machen wir stark, Hand in Hand mit Oma for Future. Das sind nicht nur die Nachrichten, sondern das ist das, was ich in meinem Garten erlebe, das ist das, was ich lese und vor allen Dingen die Ignoranz der Leute. Da komme ich manchmal überhaupt nicht drüber weg. Und dann da untätig zu sein, das habe ich kaum noch ausgehalten. Und deswegen habe ich gedacht, ich tippel mal los. Ja, ich habe mich dann entschlossen, bei Omas for Futures mitzumachen, weil ich die Dringlichkeit der Klimakrise sehe und ringsum aber bei all den Bürgern oder bei den meisten Bürgern diese Dringlichkeit vermisse. Meine Motivation ist natürlich auch die Welt zu retten, obwohl ich das nicht kann. Aber vielleicht, wenn ich Nachrichten höre, nicht wahnsinnig zu werden über die Tatsache, wie viel Ignoranz in der Welt herrscht. Meine Hoffnung ist die, dass ich doch mit meinen kleinen Dingen, die ich tun kann, ein bisschen was tun kann gegen meine Traurigkeit, Angst um die Zukunft, um das, was meine Enkelkinder vorfinden werden, wenn sie mal ein bisschen älter geworden sind.